So, mal ein paar Fakten über den Mitsubishi L200, wie er bei uns heißt, oder Triton, wie er hier in Thailand heißt. An sich mochte ich den vorher überhaupt nicht, weil der mir viel zu verspielt drin ist für einen Pickup mit so rund und bunt. So ein bisschen sieht es aus wie in einem Smart, finde ich jetzt persönlich. Aber das Modell hier finde ich gar nicht so schlimm. Man muss sich halt mit der Kabinenform, dass sie halt hinten so abfällt, abfinden. Aber es geht zum Beispiel um die Ladefläche. Das ist jetzt hier von der Crew Cab Variante oder der Double Cab Variante. Die Ladefläche, ich lege jetzt meine Füße mal hier hinten dran. Und ich bin 1,82 lang, also die Ladefläche, ich habe schon mal bei den Amaroks und sowas gemessen, waren die 1,60 lang. Ich denke mal, da nehmen die sich alle nicht viel. Also ich denke, das werden 1,60 sein. Bei mir ist allein die Breite der Ladefläche 1,60 vor und hinter den Radkästen. Und ich glaube, hier ist die Ladeflächenbreite 1,20. Aber man kann trotzdem noch ziemlich cool drin chillen. Also es ist nicht allzu klein. Zum Beispiel bei Motorrädern, da überlege ich mir dann halt auch, bei Motorrädern muss ich meine Ladefläche und die vom Chevy muss ich auch auflassen. Die vom Chevy war 1,80 lang, meine ist 2 Meter lang. 2 Meter reichen eigentlich gerade so aus, aber leider ist so ein bisschen die Biegung von den Straßenmaschinen, von den Reifen, da müsste ich theoretisch die Ladeklappe so weit auflassen beim Ford. Und ich habe noch nichts, was die so arretieren kann, gekauft. Daher ist die Ladefläche hier nicht so viel schlechter als die von meinem Ford. Abgesehen davon, dass es halt dann wirklich, wenn du hier ein Motorrad draufstellst, was 2 Meter lang ist, steht das halt wirklich bis hier hinten dran. Und ein zweites daneben zu kriegen, ist schon schwer, weil sie halt echt schmal ist. Das ist schon zwischen den Radkästen echt ein Witz. Wollen wir bei den Negativpunkten bleiben? Wir fangen mal mit, ja, ist ja mal gut, negative Sachen zu sagen und zum Schluss zum Aufbau die positiven Sachen. Ne? Ihr seht hier die Radkästen. Schaut euch mal an, wie viel Fahrzeug hinter dem Radkasten noch überragt. Macht natürlich die Offroad-Tauglichkeit extrem schlecht. An meinem Ford, hier ein kleiner Ausschnitt, ist das schon grenzwertig, vor allem der Auspuff und die Stoßstange. Hier haben wir so viel Überstand hinten, das ist ja, was soll denn das für ein Böschungswinkel sein? Also da kommst du mit hohen Bordsteinkanten noch klar und so, ja, so als Stadtfahrzeug. Aber für Gelände ist es dann halt hinten vom Böschungswinkel echt schlecht. Böschungswinkel vorne. Sieht mir okay aus, wird wahrscheinlich, naja, besser als beim Ford würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Ich weiß nicht, ob hier ein Lift verbaut ist. Hier ist so ein kleiner Abstandhalter unter die Blattfeder gebaut. Dieses Ding halt in grün. Könnte sein, dass das halt nachträglich gekommen ist, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht unbedingt. Negativpunkte, ja, Leistung. Ich weiß, ich kann es nicht mit meinem Ford vergleichen. Und ich weiß, die Berge sind hier auch schlecht. Aber die Leistung ist mau, würde ich sagen. Ich suche mal die PS-Zahl raus und schreibe es euch hier jetzt mit hin und die Newtonmeter, wenn möglich, auch. Am besten alle Daten über das Fahrzeug, so Gewicht, Länge, Breite, Höhe. Es reicht für hier so ein bisschen so. Ich meine, die schnellste Geschwindigkeit, die ich mal hier gefahren bin, sind 70. 60 km/h ist schon so schnelle Reisegeschwindigkeit auf den gut ausgebauten Straßen und sonst bist du halt nur langsamer unterwegs. Das Ansprechverhalten, du trittst rein und Gefühl von dem Pedalweg sind so ein Drittel, 30%, 40%, völlig nutzlos. Und danach merkst du so, oh, er merkt jetzt, oh, der gibt einer Gas und jetzt muss ich mal, keine Ahnung, erstmal Ladedruck produzieren, damit hier überhaupt irgendwas passiert. Das kann vielleicht dem 2,5 Liter geschuldet sein, aber das ist schon echt mau. Ich meine, der Wagen hat 73.000, 74.000 Kilometer runter, ist halt hier viel Berge gefahren. Wie ihr gesehen habt, ist es hier alles sehr steil. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mitsubishi-Motor da schon ausgelutscht ist. Ich denke mal, der ist halt von Werk aus einfach nicht so gut motorisiert. Dieser Gedenkmoment, wenn du drauf trittst, ich dachte schon, bei meinem Ford wäre das schlecht. Dass der Zeit braucht, um halt Ladedruck zu produzieren und dich vorwärts zu schieben oder halt überhaupt
keine Ahnung, was der alles berechnen muss, wenn du aufs Gaspedal trittst. Aber hier ist das die dreifache Zeit als beim Ford. Das ist schon, du trittst drauf. Ich kann es vielleicht gleich nochmal filmen. Und erstmal passiert wirklich gar nichts. Und dann, geht es halt langsam vorwärts. Jetzt drehe ich mal aufs Gas. 3, 2, 1, Kickdown. Jetzt kommt der Ford eben. Jetzt richtig. Das geht doch gar nicht. Ja, das kann doch gar nicht so lange dauern. Was ich bei Automatik gar nicht mag, wenn du einen Vorwärtsgang drin hast, dass er auch rückwärts rollen kann, wie gerade eben. Das ist nicht so gut. Aber zu den Positivpunkten. Es sei denn, es fällt mir noch einen Negativpunkt ein, dann schiebe ich den noch dazwischen. Optisch ist natürlich eine total subjektive Sache. Also kann halt jeder sehen, wie er es will. Finde ich den optisch so, wie er hier steht, schwarz, mit dem roten Zeichen, dem roten Kennzeichen, finde ich auch cool. Mich stören nicht mal diese Chromspiegelkappen. Und eher die Türgriffe, finde ich den schon cool. Wenn die Türgriffe schwarz wären, vielleicht auch die Spiegel schwarz, wäre das schon ein richtig cooles Ding. Ich finde die Felgen mit den Reifen sehen gut aus, die kommen schön weit raus. Die Fender, ich glaube doch tatsächlich, dass die Serie sind. Die sehen irgendwie bullig aus und so. Ich finde, das sieht cool aus. Mit den Windabweisern finde ich gut. Was finde ich noch gut? Das erste, was mir aufgefallen ist, als ich eingestiegen bin, sind diese Spiegel. Die sind wirklich schön groß. Also ich bin eingestiegen, ich bin ja meine Ford-Spiegel gewohnt, die halt nochmal fast doppelt so groß sind. Und ich habe in die Spiegel geguckt und habe gedacht, okay, hier hast du schon mal Überblick vom Fahrzeug. Die sind echt gut. Dann der Fahrersitz, der sich in diesem Land auf dieser Seite befindet, ist gerade auf mich eingestellt. Ist also ein Punkt zur Geräumigkeit. Wie gesagt, Fahrersitz ist auf mich eingestellt. Ich kann da recht entspannt sitzen. Ist auch eine entspannte Sitzposition. Ich komme überall gut ans Lenkrad ran, es ist schon okay. Platzmäßig habe ich wirklich genug Platz. Also ich finde nicht, dass der Wagen zu klein ist, zumindest was der Fahrersitz, was ich über den Fahrersitz sagen kann. Springen wir mal nach hinten. Das ist immer noch meine Fahrposition. Und ich mit meinen 1,82 kann hier schon sitzen. Und der Sitz ist hier hinten weich, dass man mit den Knien rein kann. Ich glaube, die Qualität des Sitzes ist nicht so gut, weil ich spüre schon Metallteile hinten. Es kann aber bei den europäischen Modellen auch wieder besser sein. So sitze ich jetzt so, wie der Sitz geformt ist. Also auch relativ aufrecht. Ich habe trotzdem noch über meiner Mitte noch eine handdicke Luft. Okay, man könnte zu zweit hier hinten sitzen von der Breite. Ja, also für lange Roadtrips würde ich nicht empfehlen, weil für lange Roadtrips würde ich mich schon gern ein bisschen so hier hinsetzen und da müsste ich halt den Sitz vorne so einquetschen. Was ich aber als Positivpunkt sagen muss, ich habe nicht erwartet, dass die Doppelkabinen-Pickups bei den Small-Size-Pickups so geräumig sind. Also ist schon wirklich, ist wirklich größer, als ich es erwartet habe. Wenn ich jetzt drüben sitzen würde, wo der Sitz halt besser eingestellt ist, so stelle ich mir das schon eher vor. Hier haben wir in der Mitte sogar so ein Armteil, wo man halt zu zweit sitzen kann, aber zu dritt. Ein dritter passt hier auf so eine Breite nicht wirklich. Das ist vielleicht für ein Kind nochmal. Hat der überhaupt einen Gurt? Der hat gar keinen Gurt hier hinten, also ist das Thema auch durch. Das ist ein Viersitzer sozusagen. Sonst hier hinten sind das keine Notsitze. Man kann auch wirklich mal eine Stunde damit fahren, aber halt keine Langstrecken. Ist halt nicht so langstreckenkomfortabel. Kein Licht hier hinten, aber das kann auch ein Punkt der Ausstattung sein. Ich denke mal nicht, dass es hier so eine gute Ausstattung ist. Trotzdem hatte der Wagen auch Tempomat, der funktioniert hat. I got that black magic, got that black magic, got that black magic, I got that black magic. Nigga, I was born with a wand in my hand, boy, you alive for a one night stand. You killed Dumbledore and you didn't mean it, but you did it anyway, now you're gonna feel it. Cause I got that black magic, got that black magic, got that black. Tja, allzu viel gibt's gar nicht zu zeigen. Er ist halt auch von innen, wie man es halt von einem Pickup erwartet, so billiges Plastik und so, aber halt robust gebaut. Also ich würde ihn gerne nochmal in Deutschland testen, so mit unseren deutschen Verhältnissen vergleichen. Wenn man es von der Größe her vergleicht, ist halt wirklich die identische Größe, aber wenn man die Kabinenform mal berücksichtigt, gefällt mir der Mitsubishi einfach nicht. Wobei es hat vielleicht was Schnittiges oder so, aber ich finde, es ist zu verspielt für einen Pickup. Ein Pickup muss so ausschauen. Ich finde, der Toyota macht da schon echt einen guten Job. Gerade abfallende Kabine. Bei der Ladefläche ist das wahrscheinlich keine Überraschung, die ist ziemlich gleich wie die von Mitsubishi. Ja, hier gibt es sogar Liegesitze, das ist ein Schalter. Ja, okay, das Interieur ist nicht so schön, aber das sind ja auch nicht neue Fahrzeuge. Hier sind ja relativ alt. Die neueren Pickups machen ja schon einen besseren Eindruck. Ich finde, die Frontpartie geht vom Mitsubishi ganz gut, aber die Kabine ist halt einfach gewöhnungsbedürftig.
Da frage ich mich ehrlich gesagt, was macht Toyota mit dem Platz, der Mitsubishi da fehlt? Weil hier ist ja irgendwas weggeschnitten. Ist der einfach kompakter vom Radstand? Und dann der Überhang sieht hier bei Mitsubishi hinten auch deutlich schlimmer aus. Jetzt wenn wir uns das beispielsweise hier beim Toyota anschauen, denk mal, das werden die über den Radstand regeln. Also Radstand beim Toyota sind 10,5 Fuß und hier sind es genau 10 beim Mitsubishi, also so wirklich viel sind es nicht, 15 cm vielleicht. Vielleicht haben die weniger Platz dafür drin, ja. Die Tür hinten sieht schon größer aus. 1, 2, 3. Ja, 3 1/3 Fuß, die Hecktür. 1, 2, 3. Platz 3. Ich denke mal, sie machen es mit der hinteren Tür. Trotzdem würde ich mich mit dem Toyota entscheiden, wenn ich die Wahl hätte, denke ich. Die sind nicht ohne Grund in die Kühle. Die sind nicht ohne Grund weltführend in Fahrzeugen. Ich meine, mit VW betteln die sich da ja schon seit Jahren. Wobei der Amarok ja noch ein ganz eigenes Thema ist. Finde ich auch richtig cool. Ja, mal gucken, was wir vielleicht mit dem Amarok mal noch so machen. Dann wende ich mal hier das Schiff und dann geht's wieder zurück. Falls das Video jetzt hier endet, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann.